Vielleicht spiele ich es irgendwann nochmal und entscheide mich ganz anders. Aber das kann Jahre dauern, bis ich das nochmal spiele. Schlecht ist es ja wirklich nicht, aber es hat mich jetzt lang genug beansprucht. Das ist die Melodie, die wir gespielt haben. Lange Zeit. Ja, ist es. Und er hat sich an dem Klavier die Fingerkuppen glatt gespielt. Und blutig. Ja. Okay, also das Puzzle fügt sich jetzt... Oh, das Puzzle fügt sich jetzt natürlich immer mehr zusammen. Added to journal. Note entry. Note entry. Except the time I fear forcing herself... the time I fear forcing herself to breed hatred... Hass... Also, ich fürchte, sie zu Selbsthass oder sowas zu zwingen. He knew that she would take that leap and leave this world behind. Wer wusste schon, dass sie dieses Leap nehmen würde, was auch immer Leap ist, und diese Welt hinter sich lassen würde. Mary was nary a last word because of fear. Remorse. The reason remains undecided. Verstehe ich jetzt nicht genau den Satz. Also irgendein Grund für... irgendein Wort wegen Angst. Also, helft mir, wenn ihr... Also, ich meine, wenn ihr das seht, habe ich das Spiel durchgespielt, aber ich habe es nicht verstanden, größtenteils. Ich nehme einfach mal den nächsten Absatz. It was left with a blur of confused thoughts spiraling through my mind. Okay, also verwirrte... Es wurde zurückgelassen mit einem verwirrten, verdrehten Gedanken in meinem Hirn, in meiner Gedankenwelt. When I saw the sunlight again, things had changed drastically. Ah... Also als das Sonnenlicht wieder kam, also als die Sonne wieder aufging, hatten sich die Dinge drastisch geändert. My loved ones and teachers went to a higher place. She was buried in an unmarked grave. Okay, also my loved ones, also meine Liebsten sozusagen, also Familie sozusagen und Lehrer, ja, gingen an einen höheren Ort, an einen besseren Ort. She was buried in an unmarked grave. Sie wurde in einem unmarkierten oder in einem unbeschrifteten Grab begraben. Leaving me a decrepit man. Ja, also mich zurücklassend als einen gebrochenen Mann, schätze ich mal. Ja. Also jetzt wird das hier wahrscheinlich noch ein paar Stunden so weitergehen mit dem Zettel finden und lesen. Habe ich denn im Vorfeld im Spiel schon irgendwas falsch gemacht, dass ich hier nicht rauskomme? Habe ich zu viel gelesen? Habe ich zu viel gemacht? Da geht die Tür auf. Hier geht es nicht weiter. Okay, dann gehen wir halt durch die Tür. Ich bin langsam wirklich in einer Situation, wo ich nicht mehr will. Ja, speichern wir halt. Moment. Habe ich auch wirklich gespeichert? Jetzt habe ich wirklich gespeichert. Okay. Ja, aber... Ich muss ja wieder da raus. Ich komme ja hier nicht weiter. Jetzt bin ich wieder woanders. Och, Menno. Das ist der Wahnsinn, ja, aber ich meine das auch so. Hallo? There is a note on the card. Ja? Darf ich die Notiz... Card? Welche Card? Notiz irgendwo auf einem Card? Was auch immer Card ist, ich weiß es nicht.
Es ist auf jeden Fall dieses japanische, also das Gebäude aus japanischer Besetzung, wo wir schon mit den Lampenheinis zu tun hatten. Lang genug. Allerdings wirkt das Gebäude jetzt ja, verfallen und es scheint jetzt zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt hier zu sein. Note on the card. Meine lieben Freunde. Eine Notiz. Willst du das haben? Nee. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Diese Tür ist doch auch zu. Nee, die ist nicht zu. Bin ich nicht gleich durchgegangen? Oh, Schatten, hallo, da bist du. Okay. Ja, nun. Jetzt kann ich ja nicht mal mehr zu ihr gehen und die Seite wechseln irgendwie. Vielleicht können wir Licht anmachen. Gut, dann verschwindet irgendwie auch der Schatten. Im Licht verschwinden Schatten normalerweise. Oder sie geht halt nicht ins Licht. Müssen wir wieder die Seiten wechseln. Ist unglaublich. Wann ist das Spiel zu Ende? Ich frage ganz ernsthaft. Wann ist dieses Spiel zu Ende? Ich muss es wissen. Die Tür ist zu, kann nicht geöffnet werden. Okay. Ja gut. Jetzt haben wir ja da drüben Licht angemacht, oder? Was nichts bringt. Hilfe! Ah je, unglaublich. Da könnte ich ja fast, da hätte ich ja dieses Jahr noch einen Halloween-Stream komplett draus machen können aus dem Spiel. 5 Stunden lang. Ohne Witz. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Ich glaube, mein Hirn ist schon verbrutzelt durch das Spiel. Mein Hirn ist schon verbrutzelt. Ich kann nichts mehr tun. Höchstens, ja. Also Licht haben wir jetzt angemacht da drüben, oder? Licht ist an, ja. Lass mal. Nee. Jetzt ist es an. Ich gehe jetzt mal wieder raus hier. Ich gehe jetzt einfach mal so wieder raus. Ist mir egal. Ich kann nicht raus. Okay, auf jeden Fall immer auf der anderen Seite da Licht angemacht, das weiß ich ja. Rein theoretisch muss da jetzt Licht an sein, oder auch nicht. Was zur Hölle? Ich habe wieder nichts bei mir, was ich irgendwo verwenden kann. Die sagt mir, there is a note on the card. Irgendwo drauf liegt eine Notiz. Gut, Notiz, feine Notiz. Schön, dass du da rumliegst. Aber was zur Hölle muss ich denn tun, um dich? Ah. Acting immediately on one's determination. This is the philosophy of he believed in. Acting immediately on one's determination. Was ist Determination? Egal. Also sofort. Acting immediately. Also sofort zu agieren. Auf jemandes De Determination. Das ist die Philosophie, an die er geglaubt hat. Ich weiß nicht, was Determination ist. Googelt's bitte. Ich will es jetzt nicht googeln. That someone should take fate into their own hands. Okay, dass jemand das Schicksal in seine eigenen Hände nehmen könnte. Oder kann. With you following him, what ideas do you hold? Ich soll dem folgen und soll irgendwelche Ideen mitbringen. Take hold for your destiny. Live a laid-back life. Ein laid-back, also lebe ein zurück. Laid-back, ja. Zurückgelehnt halt, ne? Ein ruhiges Leben wahrscheinlich. Submit to one's fate.
Ach komm. Okay, Tür. Warum gehe ich nach links? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach überall mal hin. Ne? Da ist. Probieren wir jetzt nicht. Das ist doch jetzt der Keller. Nee, ist nicht der Keller. Nicht der Keller, in dem früher oder vorher diese ganzen Gefängniszellen waren und so weiter. Ist immer noch der gleiche. Jetzt könnte ich rausgehen. Jetzt könnte ich hier rausgehen. Ich gehe trotzdem noch mal ganz nach links, um zu gucken, ob da was geht. Ich hoffe, da geht nichts. The door is locked. Okay, also es gibt nur noch eine Richtung, nämlich raus aus diesem Haus. Ja. Und wehe, wir stehen dann plötzlich in einem anderen Haus. Das werde ich nicht akzeptieren. Bin ja so gespannt. No matter how many times this replays, nothing can be unwound. Also egal wie oft sich das hier wiederholt, nothing can be unwound. Also nicht keine Wunden können geheilt werden sozusagen, oder nichts kann unverwundet sein. You can never redeem yourself. Redeem, wieder so das eine Wort, das den ganzen Satz für mich unverständlich macht. Ich weiß, ich habe redeem schon öfter gehört. You can never redeem yourself. Du kannst dich selbst nicht, weiß nicht, dir selbst nicht entfliehen wahrscheinlich. Instructor Bai. Den haben wir am Anfang des Spiels schon ganz, ganz kurz kennengelernt. Er hat die Lehrerin aus dem Raum geholt. This is the book list I mentioned before. Also das ist diese Bücherliste, die ich vorher erwähnt hatte. Hat sie sie verraten? Den Buchclub. I found it on our teacher's desk. Ich habe es auf unserem Lehrertisch gefunden. Also auf dem Tisch unseres Lehrers. Miss Fang, the country appreciates your assistance. Den Satz hatten wir im Spiel auch schon mal. Miss Fang, das... Ihr Land ist hocherfreut über ihre Dienste, über ihre Assistenz. So, jetzt kann man wieder Seiten tauschen. Did you think finding something to rely on would stave off your fear? Glaubst du, etwas zu finden, worauf du relyen kannst? Ich rely on irgendwas, das du verpetzen kannst, ich weiß es nicht. Würde deine Angst vertreiben? Irgendwie sowas. Es muss ja sowas bedeuten in dem Sinne. One day, however, he was gone just like that. Wie auch immer, an irgendeinem Tag war er genauso verschwunden. Oder so. You've lost everything you can depend on. What choice will you make now? Du hast alles verloren, auf das du dich verlassen konntest. Welche Wahl triffst du jetzt? Quietly accept, try to take them back. Calm indifference. Ich gehe ganz, ganz, ganz schwer davon aus, dass wenn ich try to take them back, also sie zurückzunehmen, wird dazu führen, dass ich dieses Spiel noch weiter spielen muss. Quietly accept, einfach akzeptieren, könnte das Ende des Spiels bedeuten. Calm indifference. Calm indifference. Calm down ist ja sich beruhigen. Indifference, weiß ich nicht. Calm, Indifference, ich weiß es nicht. Allerdings. Ja, auf der einen Seite möchte ich natürlich nicht das einfach akzeptieren. Ne, jetzt habe ich hier festgestellt, ich habe die ganze Zeit Sachen gemacht, die wollte ich gar nicht tun. Ich bin eine Verräterin. Sie ist eine Verräterin, ne? Try to take them back. Ja, komm, probieren wir das doch. The instructor's sharp gaze was stifling. Was? You steeled yourself and performed without hesitation. Hast dich selbst gestohlen und hast performt, also performen ist ja Performance, Leistung.
in that one moment transforming into a pitiless patriot. In diesem Moment, in dem du dich in einen pitiless patriot, also in einen Patrioten, pitiless, weiß ich jetzt nicht ganz genau, rückgratlos vielleicht, rückgratlosen Patrioten verwandelt hast. In that one moment transforming into a pitiless patriot, easier than you think, right? Ist einfacher als du denkst, richtig? Endlich mal wieder ein einfacher Satz. You are me, du bist ich. Oh Leute von heute. Ich ahne und vermute, das wird sich noch über Stunden hier hinziehen, weil du an mehreren Stellen wahrscheinlich noch die Möglichkeit hast, dich zu entscheiden, ob du weiterspielst oder nicht. Aber ich kann ja nur nicht auf mir sitzen lassen, dass ich hier alle verpetzt habe. Jetzt gehen wir halt da hoch, aufs Dach. Vielleicht begehen wir da einfach Selbstmord. Ja, wäre das Einfachste. Ist halt echt doof, wenn man nur die Hälfte von allem versteht, ne? Und dann trifft man Entscheidungen, die man eigentlich so gar nicht getroffen hätte, wenn man sie verstanden hätte. Hola, Senor! Einen Moment. Jetzt. Lass uns reden. Oder so. Raucht der da, ja? Ist das der Papa? Das war doch der Papa, oder nicht? Ist es wieder scheiße hier? Also die Lust schwindet langsam wieder an dem Spiel, ganz ehrlich. Wie gesagt, ist ein sehr gutes Spiel. Im Großen und Ganzen. Aber es muss doch irgendwann enden. Memories are like a mirror, reflecting the true likeness of your soul. Okay, also Erinnerungen sind wie ein Spiegel, der die Wahrheit oder die wahre Likeness, also Likeness, der deine Seele widerspiegelt, also like, wie deine Seele ist, halt, der widerspiegelt, wie deine Seele ist. Ja. Habe ich denn noch eine Seele? Maybe you still want to forget. Maybe you're still afraid. Vielleicht möchtest du immer noch vergessen. Vielleicht hast du immer noch Angst. Moment mal. Bin ich jetzt gerade... Ich bin gerade nach unten gegangen, oder? Ich kam von hier. Also muss ich jetzt weiter runter. Meine Güte. Das ist jetzt ein Verlies. Wie in einem Gefängnis. Hallo, mein Schatten. Bist du ich oder bin ich du? Es weiß niemand. Facing your own aspirations. But not confessing to be truth. Deine eigenen... Ja, was sind denn Aspirations jetzt, Mädels und Jungs? Ihnen zu begegnen oder sie vor Augen zu haben, sie... Sich ihnen gegenüberzustellen, wem auch immer oder was auch immer gegenüberzustellen. But not confessing to the truth. Aber immer noch nicht... Confess... ja, die Wahrheit immer noch nicht wahrhaben zu wollen oder irgendwie sowas. I am you. Ich bin du. Yet you are not me, aber du bist nicht ich. Oh, Mädels und Jungs. Ich weiß es nicht, was das da... Hallo, ich weiß nicht, was das noch soll. Constantly cycling over and over with only the river Sanzu at the end of your journey. Okay, also immer wieder am Schwimmen sozusagen. Nur mit dem See an deiner Seite, mit dem Fluss an deiner Seite. Yet the knot of sin still lies unsolved. The bridge leading to Pamelia lies in... Was weiß ich. Also, ich kann so schnell nicht lesen, leider. Besonders nicht verstehen. Aber auf jeden Fall hat man nur noch diesen Fluss irgendwie an seiner Seite. Ach... Wer ist das? So the Requiem with a warm crescendo welcomes you once again. So, Requiem, wie auch immer gestaltet, begrüßt dich wieder. Ein Auge, hallo?
ist echt toll. Ich kann es immer wieder sagen, ist echt toll. Ist toll gemacht, das Spiel. Auch atmosphärisch ganz super. Aber ich habe keine Lust mehr. Ich will es aber auch nicht abbrechen, weil es ist ja vielleicht gleich vorbei. Vielleicht. Ich kann auch wieder erstmal durchlaufen komplett. Ich muss da oben was erzählen. Ja, ich denke auch. Oder mir wird was erzählt da oben. Ich gehe trotzdem einfach so hier weiter. Ich gehe hier einfach weiter. Das ist mir scheißegal. Ja, vielleicht geht es hier auf der anderen Seite irgendwo hin. Vielleicht kann ich wieder in die Schule. Vielleicht lebt weiter noch. Kann ich verhindern, dass er auf dem Stuhl oder über einem Stuhl aufgehangen wird, kopfüber. Kann verhindern, dass ich ihm die Kehle aufschneide. Aber dann spiele ich ja nochmal 8 Stunden. Hab keinen Bock drauf. Jetzt gehe ich zurück. So, fertig. So einfach ist das. Sie wird jetzt bestimmt für die Dienste in ihrem Land geehrt. Liegt da die Kette wieder? Oder? Ist doch sowas. Inspect Sin. Life ends, but Sin is permanent. In silence I await my curtain call. Das Leben endet, aber die Sünde ist für immer. In Stille erwarte ich mein Curtain Call. Ich weiß es nicht ganz genau, aber wahrscheinlich mein Urteil. Ist nicht das gute Ende. Fürchte ich. Aber es ist ein Ende. Heftig. Okay, ja gut. Waren jetzt nochmal über 2 Stunden Spiel, ne? Hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt ist es zu Ende, so wie es aussieht. Die Credits kommen. Wunderbar. Nicht das gute Ende. Unter Berücksichtigung anderer Entscheidungen, die ich bewusst hätte treffen können oder bewusster hätte treffen können, hätte ich die Sprache genau lesen können. Oder hätte alles gut verstanden, könnte ich einfach ein bisschen besser Englisch, sagen wir es einfach mal so. Hätte ich wahrscheinlich das gute Ende hier auch bewusst erreichen können. Habe ich nicht geschafft. Ja. Trotzdem aber ein tolles Spiel. Wirklich, wirklich, wirklich sehr gutes Spiel. Hat mich sehr viel länger beschäftigt, als ich das ursprünglich gedacht habe. Jetzt ist es durch. Ihr habt es gesehen. Hoffentlich alle Teile angeschaut. Habt mit mir gelitten, habt vielleicht auch das ein oder andere verstanden, was ich nicht verstanden habe. Könnt mir vielleicht sogar rückblickend noch unter dem ein oder anderen Video vielleicht einen Tipp geben, wie ich vielleicht irgendwas besser machen kann. Oder wo ich eine andere Entscheidung, eine bessere Entscheidung hätte treffen können. Und natürlich könnt mir auch gerne im Kommentarbereich Bescheid geben, ob ihr weiterhin vielleicht auch mal so kleinere Indie-Games oder so bei mir auf dem Kanal sehen wollt. Denn das Spiel hatte ich tatsächlich, hätte ich es nicht zufällig auf der Switch als Demo gespielt, hätte ich es niemals gespielt. Und es ist gut, dass ich es dort entdeckt habe und es ist gut, dass ich es gespielt habe. Ja, jetzt müsste das Titelmenü wieder kommen, genau, da sind wir wieder. Also gut, das war's an dieser Stelle. Ich habe dieses Spiel jetzt endlich mal beendet. Es müssen jetzt über 8 Stunden Spielzeit insgesamt gewesen sein, von 3 bis 4, die es ursprünglich geheißen hat. Aber ich bin ja immer ein bisschen langsamer. Ja? Gut. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, dass ihr euch das angetan habt über so viele Stunden. Und ja, freue mich natürlich, wenn ihr auch ein anderes Let's Play anschaut.
bei einem Livestream vielleicht mal wieder mit dabei seid, den ich durchführen werde. Irgendwann. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten Kommentare da lasst, Däumchen nach oben da lasst. Das wäre super. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss.